Hallihallo, Hallöchen, Leute, und willkommen zurück zu einem Minecraft-Let's Play. Ja, ist schon wieder mal... Oh, blöde Fackel. Ist schon wieder mal ein bisschen lange her, aber nun geht's mal wieder weiter hier. Im letzten Part, ja, da haben wir, glaube ich, hier weiter am Dach gebaut und auch endlich mal unsere Tür hier fertig gekriegt. Was auch schon wieder ziemlich geil aussieht und alles. Und ich weiß ja noch nicht, ob die Bäume schon soweit gut aussehen. Sehen eigentlich ehrlich gesagt noch nicht so gut aus. Aber für heute hatte ich ja eigentlich andere Pläne. Was? Andere Pläne? Du hattest andere Pläne? Ich dachte, wir machen genau das, was du jetzt gesagt hast, Pascal. Nein, leider nicht. Dieses Mal beschäftigen wir uns. Meine Adventure-Tasche ist voll. Ist ja ein bisschen blöd. Egal. Heute wollten wir uns damit beschäftigen, dass wir mal wieder eine Höhlenexpedition machen. Ja, mal wieder eine schöne Höhlenexpedition und irgendwie habe ich ein bisschen den Sound zu stark in den Ohren. Sekunde mal kurz. Ne, war schon richtig. Audio. Alter, die Musik ist eigentlich noch nicht mal so laut. Trotzdem dröhnt sie so in den Ohren. Okay, ich brauche eigentlich nur noch meine Werkbank. Haben wir die oben vergessen? Ich sollte mir lieber noch mal eine Spitzhacke und so machen und mitnehmen und alles. Die Axt wollte ich auf jeden Fall am besten auch noch mal mitnehmen. Da. Ach ja, geht mal wieder heute alles schief, was schief gehen könnte. Holz sollten wir uns eigentlich auch mal lieber mitnehmen. Komm, wir nehmen mal einen 24er Stack mal mit. Ein bisschen von dem. Der Wassereimer sollte lieber auch mit. Ich müsste mal eine ordentliche Adventure-Kiste mal machen. Und nicht hier alles voll mit Gerümpel machen. So, Eisen haben wir hoffentlich. Oh, Eisen haben wir. Wie sonst was. Gut, machen wir uns lieber zwei Eisenspitzhacken. Ach ja, stimmt, wir müssen noch ein bisschen Eisen ja mitnehmen, ne? Für den Fall, dass wir uns wieder was Neues machen müssen. Ach ja, unser Eselchen mit der Truhe. Um sich herum. Nur leider können wir ihn ja noch nicht mitnehmen, so auf Adventure-Reisen. Ach, ist das blöd. So. So. Ach, was ist denn da draußen schon wieder los? Egal. Ich denke nicht drüber nach. Ich kümmere mich jetzt erstmal darum, das Let's Play zu drehen. Was brauche ich eigentlich noch? Na, Hundi? Alles gut? Gut. Gut, dann gucken wir jetzt mal. Denn wir müssen hier erstmal uns ins Bettchen legen. Ne, ich gehe nicht in Tobias Bett. Ich gehe in mein Bett. Hatte ich nicht eigentlich auch schon irgendwie Tintensäcke gehabt? Ich glaube eigentlich ja. Bup, man hat den Mechanismus gehört. Es hat super geklappt. Und auf einmal steht ein Creeper direkt vor der Haustür. Das fehlt mir ja noch. Ein bisschen Kohle müsste ich auch mal mitnehmen, aber was soll's. Wir finden doch bestimmt Kohle in irgendeiner Höhle. Ich würde mal sagen, ja, gehen wir los. Wo waren wir eigentlich bisher noch nicht so unterwegs? Wo ist meine Karte? Hatten wir überhaupt schon eine Karte? Ich glaube, wir hatten noch keine Karte. Moment, wir müssen doch schon längst eine Karte haben. Man hat doch hier in der Minecraft View Edition doch immer eine Karte. Hm. Das sieht nicht gut aus wegen Karten und so. Also, laufen wir einfach mal. Ah, nee, ich will lieber eine Karte haben. Ich will echt lieber eine Karte haben. Pascal, mach mal bitte die Augen auf. Ja, super. Wir haben eine Karte. Boah, es pfeift immer noch in meinen Ohren. So, wir waren hier noch nicht so wirklich da hinten. Aber was soll denn da schon sein? Ich würde mal sagen, wir gehen ja in etwa hinters Haus mal da nach Sachen gucken. Hatten wir eigentlich schon ein Dorf gefunden gehabt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Hm, was soll's. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg, wieder Höhlenexpeditionen zu machen. Ist ja schon ewig her. Wir waren ja in letzter Zeit nur noch am Haus bauen. Lass uns mal was anderes heute machen, ne? Ja. Lasst uns mal was anderes machen. Oh, Kühe. Wir können einen Kuhstall bauen, Tobias.
Der ist ja mal wieder nicht da, wie ihr sehen könnt. Und Schweinchen auch, super. Ich will hier ehrlich gesagt nicht allzu viele Tiere abschlachten, weil ich dann befürchte, dass wir bald keine Farm mehr bauen können und so. Ich weiß ja nicht, wie viele Tiere noch hier bei unserer Map hier leben. Mann, ich bin schlecht im Jump'n'Runs. Komm, graben wir uns hoch. Weiß ja eh niemand, dass wir es waren. Können wir hier was finden? Oh, moin. Dich werden wir hier also finden. Karotte! Jawoll! Wir können uns Karotten machen, Tobias. Ist ja nicht klar. Was soll's? Ihr habt ja noch mich und ich habe noch euch. Das ist auch was wert. Fast schon komplett gefroren. Ich hoffe, wir können aber noch angeln. Naja, hier wohl nicht mehr. Aus irgendwelchen Gründen finde ich eigentlich immer die besten Höhlen, wenn ich hier in Schneebiomen rumlaufe. Apropos Schneebiome, zack, so auf der Karte markiert. Hier ist sogar ein ziemlicher Eisfluss anscheinend hier um die Ecke. Es gab ja auch wieder ein neues Minecraft-Update. Die Dörfer sollten jetzt irgendwie nach diesem Biom hier angepasst worden sein. Ich bin mal gespannt, wie es hier dann aussehen wird. Denn ich habe auch schon herausgefunden, die Kessel sind jetzt auch richtig geil geworden. Man kann jetzt Rüstungen, also Lederrüstungen, die man ja auch färben kann, ein bisschen waschen und so. Das wird schon ziemlich geil, denke ich mal. Ja, hopp jetzt einfach weg, ihr dämlichen Hasen. Komm, ich will Kaninchenragout. Ach, ihr seid mir jetzt auch gerade egal. Hier waren doch gerade ein paar Löcher am Boden, da. Aber keine Anzeichen von Höhlen oder Schluchten oder anderes. Menno, hätte ja sein können. Ich glaube, ich muss gleich mal was sneaken. Wir haben ja eigentlich gerade nicht allzu viel zu essen, habe ich bemerkt. Heißt, wir können wohl doch nicht so lange in der Höhle bleiben, wie ich erhofft hatte. Also müssen wir uns die Essensration gut einsparen. Obwohl, hier, komm. Chicken. Chicken McNuggets gibt's heute. Da ist eine Schlucht. Das wird. Ich dachte, hier wäre gerade ein Ei. Ein Ei habe ich jetzt aber nicht mit. Oh. Hier geht's auch runter. Und da haben wir gleich schon Kohle gefunden. Das ist gut. Ich höre schon Zombie. Wir müssen uns irgendwo richtig runtergraben. Oh, verdammt. Nee, ist noch zu hoch. So. Oh, und Eisen. Solange wir keine Diamanten finden, sind Eisen auch was wert. Oh, Dorfbewohner-Zombie. Da ich leider nicht alles habe, um was zu machen, können wir ihn leider nicht von seinem Leid erlösen und ihn zum Dorfbewohner machen. Das war ja irgendwie, gib ihm Goldapfel und gib ihm irgend so einen Trank der Regeneration oder sowas. Na, kommst du da nicht weg vom Fleck? Komm, ich erlöse dich von deinem Leiden. Nur leider wird er jetzt nicht zum Dorfbewohner. Jetzt ist er tot. Sobald wir irgendwie draußen mal einen Dorfbewohner-Zombie haben oder so, sollten wir ihn mal irgendwie einsperren oder so und ihn dann heilen. Wenn wir dann genügend Zeit haben und er sich dann nicht wegspawnt. Ne? Habe ich eigentlich das Eisen schon eingesackt? Da sehe ich sogar noch mehr Eisen schon. Und noch mehr Eisen. Das ist schon mal wunderbar, die Höhle. Höre ich immer noch Zombies oder? Ne, ich höre immer noch Zombies. Ich habe ja jetzt auch letztens mal probiert, irgendwie Minecraft auf dem PC zu kriegen und so. Aber leider habe ich da nur eine 1.5.2 Version.
gekriegt und alles. Denn ich versuche mein Bestes auch Minecraft auf dem PC zu hauen und alles. Damit wir dann auch Minecraft mit Mods und besseren Texture Packs spielen können. An das hier habe ich eigentlich auch nicht viel auszusetzen. Es gefällt mir eigentlich auch ziemlich gut. Deswegen benutze ich das hier immer. Aber auf dem PC wird es halt noch geiler mit Texture Packs und Mods und alles. Dann könnte ich zum Beispiel auch mal richtige Minecraft-Battle-Spiele mit meinem Freund machen. Wir finden ja echt mal wieder ziemlich viel. Das wird mal wieder eine schöne Höhlenexpedition. Zwar bisher nur Kohle und Eisen, aber besser als nichts. Mir fällt gerade auf, ich habe meine Werkbank wieder auf dem Dach vergessen. Ach, wie witzig. Wir müssen uns mal wieder eine neue Werkbank basteln. Falls wir hier in der Höhle eine Werkbank benötigen werden. Und das werden wir sicher, sobald wir volle Taschen haben. Hier geht's schon mal noch weiter runter. Gehen wir mal weiter runter. Denn je tiefer wir kommen, desto mehr Chancen auf wertvolle Materialien. Auf jeden Fall schon mal wieder Kohle und Eisen. Hey, witzig. Also ich glaube, wenn es so weitergeht, bräuchten wir bald dann Kohle und Eisen gar nicht mehr mit uns mitnehmen. Jo. Stöcker werden auch ziemlich mangelhaft. Also sobald die Fackeln ausgehen und so, müssen wir wohl bald die Höhle verlassen. Aus diesem Granit hier kann ich auch noch nicht so besonders was anfangen, außer es nur zu verbauen, um irgendwo hochzukommen oder so. Ups. Das andere sieht bisher auch nicht so. Ich weiß nicht, was ich mit diesen polierten Sachen anstellen soll. Weiß jetzt noch nicht mal so genau, wie man dieses polierte Zeug macht, ob man es irgendwie in den Ofen schmeißt oder da. So macht man das also. Da, ich weiß echt noch nicht, was ich mit solchen Blöcken hier anfangen soll. Ich kann es mir echt nicht erklären. Für mich sind die Blöcke bisher noch nicht so wirklich vom guten Nutzen. Oh, eine Hexe. Sie hat einen Trank gesoffen, habe ich schon mal gehört. Oh, shit. Ja, komm mit dem Trank mit Direktschaden. Hat? Wie konntest du mich von da treffen? Alter! Treibst du es nicht ein bisschen mit... Hä? Langsamkeit. Wir sind also ein bisschen langsamer. Ja, komm wieder mit Gift tränken. Tränken. Hier, pass auf, wir graben uns jetzt um das Wasser rum. Machen sie dann alle.
Aua. Dämliche Hexe. Stirb doch. Wenn sie jetzt einen Trank mit Direktschaden schmeißt, dann ist aus. Alter, heile dich doch. Mann, wie lange bin ich jetzt vergiftet? Wenn sie jetzt hochkommt, bin ich erledigt. Toll, das Essen geht uns auch aus. Wir haben ja noch ein Geflügel dann. Das wir erstmal noch kochen müssten. Ei, Karamba. Alter, wie langsam heilt er sich? Ich will mal sehen, was die Hexe für einen geilen Bullshit für uns hat. Wieso? Ich wollte gerade fragen, wieso kann ich den Ofen nicht benutzen? Oh, für den schlimmsten Fall müssten wir verrottetes Gammel essen. Aber das heilt auch nicht so genial. Das bringt uns auch eher um. Haben wir dich. Nur Glowstone, ernsthaft, dafür das ganze Risiko? Naja, und Redstone. Also schon mal nicht so ein Misserfolg, würde ich mal sagen. Redstone ist auch nicht schlecht, das können wir auch gut gebrauchen. Ich weiß zwar noch nicht wofür, aber irgendwofür wird es gut sein. Es gibt ja so geniale Sachen, die man mit Redstone anstellen kann, aber bisher bin ich noch nicht so ein geiler Redstone-Ingenieur. Mir fehlt noch ein bisschen zu sehr die Redstone-Erfahrung. Irgendwelche elektronischen Geschichten zu basteln damit. Ach ja, diese Probleme hatte ich doch auch schon oft genug. Ist schon mal schick geworden. Unser Inventar schon wieder ein bisschen voll mit Müll. Mann. Und ich sehe schon, wir bräuchten bald eine Aufnahmepause. Sammeln wir erstmal noch alles ein, was wir hier finden. Oha. Mir fällt auf, ich habe auch meinen Toten der Unsterblichkeit nicht mitgenommen. Das könnte mich ja im letzten Moment vor meinem Tod ja nochmal retten. Oder in dem Moment, wo ich sterbe, noch einmal retten. Runter? Nö. Graben wir uns doch runter. Ist doch besser. Ja, ihr seht schon, ich bin jetzt gerade nicht immer so aufmerksam, weil ich halt manchmal auch meine Augen mehr nach Diamanten auch aufreiße. Hier ist auch nix. So ein
Pech, aber. Perfekter Platz eigentlich gerade für eine Aufnahmepause. Jetzt kommt ein Creeper hier reingelaufen. So. Bauen wir hier mal dicht. Und dann würde ich mal sagen, machen wir erstmal eine kleine Aufnahmepause. Ich hoffe, es hat euch gefallen, aber, und tut mir auch leid, dass ich heute mal nicht so viel gelabert habe. Aber ist nun mal jetzt so. Wir sehen uns dann auch schon beim nächsten Mal.